Die Linke. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, es ist ja ganz gut, dass wir in diesen ernsten Zeiten den Humor noch nicht verloren haben. Denn Kollege Buschmann, das war wirklich der Gag der Woche, ganz sicher, dass ausgerechnet die FDP anderen vorwirft, ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom zu haben und sie davon frei sind. Das war nicht schlecht am frühen Morgen. Der war gut, der Gag. Das war, ist wirklich gut. So viel Humor muss man haben nach dem Wochenende. Ich will aber nun zur Sache kommen. Also sowohl der Kollege Schneider als auch der Kollege Buschmann als auch der Kollege Grosse-Brümmer haben im Kern ja gesagt, wir sollten dem Antrag der Linken zustimmen, sondern es geht nur um die Zeit. Sie haben die ganze Zeit erzählt, dass wir irgendwann die Fachausschüsse einsetzen müssen. Wir können das schnell, einfach und schmerzlos machen, indem Sie heute unserem Antrag zustimmen. Und dann haben wir die Fachausschüsse eingesetzt. Das ist doch eine gute Sache, meine Damen und Herren. Ich will sagen, was ist denn eigentlich Hintergrund? Es gibt Sondierungen, die gehen mal gut, die gehen mal schlecht. Das ist so. Das muss jeder selber mit sich klar machen. Aber das hat ja eine konkrete Folge, nämlich, dass wir, der Präsident hat es erwähnt, eine geschäftsführende Bundesregierung haben, die dort versammelt ist. Und nach Lage der Dinge wird sie dort noch ein wenig länger sitzen. Das ist nun mal so. So sind die Verfahren, die im Grundgesetz vorgeschrieben ist. Was aber natürlich ein Problem für das Parlament ist. Denn wenn eine kommissarische Bundesregierung, wie sie hier sitzt, logischerweise politisch nur eingeschränkt handlungsfähig ist, dann ist es von entscheidender Bedeutung, dass das Parlament voll und ganz handlungsfähig ist, meine Damen und Herren. Von entscheidender Bedeutung. Und ich will noch mal was zu dem Hauptausschuss sagen, weil da wird ja hier Kollege Grosse-Brümmer was erzählt, was schlicht nicht zutrifft. Also ein Gremium, ich will das ja noch mal sagen, die zuhören, ein Gremium von 47 Bundestagsabgeordneten, so wie vorgesehen, soll die Arbeit des gesamten Bundestages, von allen Bundestagsabgeordneten erledigen. Da können Sie doch nicht allen Ernstes sagen, das ist effizient. Und in Ihrer Argumentation, wenn Sie sagen, das ist ein so toll effizientes Instrument, der Hauptausschuss, in Ihrer Logik, und ich möchte Sie auf diesen Widerspruch aufmerksam machen, dann müssten wir die gesamte Legislaturperiode nur noch einen Hauptausschuss haben. Das ist ein gewisser Widerspruch, den Sie hier zutage getreten haben. Und ich will noch mal inhaltlich was sagen. Wir haben dann die Situation, dass dort 47 Abgeordnete sitzen in diesem Hauptausschuss. Und wir haben doch im Moment wohl einige wichtige Fragen hier jenseits von irgendwelchen parteipolitischen Befindlichkeiten zu diskutieren. Wir müssen Auslandseinsätze verlängern, besser ablehnen. Das muss man doch in aller Ruhe und mit Expertise diskutieren und nicht in einem Supergremium das unter ferner Liefen machen. Was ist mit der Klimapolitik? Was haben wir für außenpolitische Krisen? Was für eine schlimme Politik macht der US-Präsident weiter? Was ist mit der Schere zwischen Arm und Reich? Da können Sie doch nicht allen Ernstes sagen. Nur weil wir noch keine neue Regierung haben, diskutieren wir das nicht in Ruhe und sachlich, sondern Sie, gerade Sie, fordern von den Leuten so viel Flexibilität. Und dann sind Sie nicht in der Lage, wenn es denn eine neue Regierung gibt, relativ flexibel die Ausschüsse so anzupassen, dass sie spiegelbildlich zu den neuen Ministerien passen. Das muss doch wohl möglich sein, auch in der Unionsfraktion, liebe Kolleginnen und Kollegen. Letzter Punkt. Ich glaube, es ist doch jetzt wirklich eine Chance. Und das will ich schon sagen, bei all den Debatten, die so führen, was wir auch in den nächsten Monaten führen werden. Es kann jetzt logischerweise eine große Stunde des Parlaments kommen. Denn wir sind gewählt seit dem 24.09. Und jeder hat hier einen Job zu machen übrigens, egal was für eine Regierung es gibt und wann es sie gibt. Und deswegen ist es doch das Mindeste, vielleicht in dieser Zeit, die kann doch politisch spannend sein. Und machen Sie sich jetzt nicht die Sorge, dass hier jeder linken Antrag durchgehen wird, wenn wir das hier offen gestalten. Das wird ja so nicht sein. Aber vielleicht gibt es doch zum Beispiel beim Thema Kooperationsverbot hier vielleicht eine Mehrheit, sachlich über Parteigrenzen hinweg Sinnvolles zu entscheiden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Deswegen. Es gibt ein Bild des Bundestages mit viel Kritik. Das ist zum Teil berechtigt, so wie wir hier die Abläufe gestalten. Es gibt auch viel unberechtigte Kritik. Aber wenn wir jetzt substanziell sachlich mit der Einsetzung der Ausschüsse anfangen zu diskutieren, dann kann man, glaube ich, zumindest die Kritiken und das schlechte Bild, was es von diesem Hause gibt, ein Stück weit korrigieren
Und deswegen sehe ich nach allen Wortbeiträgen ja gleich eine große Zustimmung zu unserem Antrag, um die ich auch bitte. Vielen Dank. Zuvor hat als letzte Rednerin der Aussprache die Kollegin Hasselmann das Wort.